Herzlich willkommen zu einer neuen Runde auf dem Videospielplatz und ich bin heute nicht allein, sondern ich habe meine wunderschöne Frau, bald Frau, die Flomo, auch bekannt als die Spielplatzaufsicht, mitgebracht, genau. Um mit euch heute über ein Spiel zu sprechen, das die Nation scheidet, also mich und den Rest der Nation, weil ich kann mit Animal Crossing so gar nichts anfangen, aber du findest das total geil, so wie alle anderen auch. Und du hast ja auch ein bisschen Kindheitserinnerungen an Animal Crossing. Du hast es ja damals, glaube ich, im Urlaub mit deiner Cousine schon gespielt, auf dem DS. Genau, richtig. Also ich war damals bei meiner Familie zu Besuch in Italien und meine Cousine aus Deutschland war auch im selben Zeitraum unten wie ich. Und ja, um 12 Uhr mittags ist in Italien immer Siesta. Das heißt, da verlässt niemand das Haus, weil alle Läden haben zu und es ist zu heiß draußen. 70 Grad oder so. Ja, genau. Und ja, und meine Cousine, die war damals, oh Gott, 8 oder so, die saß dann immer mit ihrem DS da und hat Animal Crossing gespielt. Und ich wusste nichts mit mir anzufangen und war ein bisschen genervt und habe sie dann auch dementsprechend genervt. Und irgendwann hat sie gesagt, hier, nimm, spiel ein bisschen, komm mal wieder runter. Ja, und dann habe ich einen eigenen Account bekommen und habe dann angefangen zu spielen. Ich kannte das Spiel vorher gar nicht. Ich hatte nie damit Kontakt. Ich bis heute auch nicht. Das war das erste Mal. Und ja, das hat dann tatsächlich echt Spaß gemacht und habe dann den DS in der Siesta-Phase sozusagen meiner Cousine dann immer abgeluchst und habe das dann immer gespielt. Aber nach dem Italien-Urlaub dann gar nicht mehr. Bis zum 20. März, als das Spiel dann auf der Switch rausgekommen ist. Und ich habe wirklich lang überlegt, ob ich mir das Spiel hole oder nicht, weil ich dachte, okay, ja, du warst damals 13, 14 und es war ja, dachte ich, mehr wirklich ein Kinderspiel. Also, wie gesagt, meine Cousine hat das... Das ist eine Nintendo-IP, das sind eigentlich alles Kinderspiele. Und da habe ich wirklich lange überlegt und habe dann auch vom habe ich dann mal bei ihm reingeguckt. Ja, der hat nämlich gestreamt am Release-Tag. Genau, und hat mich dann immer noch nicht so ganz überzeugt. Also ich fand es zwar dann cool, aber dann war ich mir ein bisschen unsicher. Hast du mir dann aber trotzdem geholt noch? Ja, letzten Endes, weil du gerade fertig warst mit Pokémon Schwert oder Schild und du echt Langeweile hattest. Ja, ne? Stimmt. Ihr kennt es ja, wenn man ein Spiel gerade fertig hat, dann fühlt man so eine innere Leere in sich. Mal ganz davon abgesehen, dass wir ja sowieso quasi Ausgangssperre haben in Deutschland und die Bude nicht verlassen dürfen. Genau. Jetzt bist du ja schon seit 2 Wochen im Homeoffice und uns ist echt langweilig zwischendurch. Richtig. Aber wir springen jetzt erstmal ins Spiel rüber, wo meine Capture Card gerade entweder... Nee, ich glaube, das ist, weil wir mit dem Bild die Ananas unten verdecken. Also, da ist das Spiel. Ja. Und Flomo zeigt euch jetzt mal ihre Insel und erzählt so ein bisschen was zu dem, was man in dem Spiel überhaupt so machen kann. Weil es ist ja quasi... Ist der Joypad ausgegangen? Nee. Muss ich mal drücken. Das Spiel ist ja quasi eine Aufbausimulation, eine Lebenssimulation, ein bisschen ähnlich zu The Sims, was ja im Prinzip dein Lieblingsspiel ist. Ja, aber so vom reinen Grundprinzip. Ja. Es gibt keine Gegner zu bekämpfen, es gibt kein wirkliches Ziel, das man im Spiel erreichen kann, sondern es ist einfach, um Zeit totzuschlagen. Du kannst jeden Tag bestimmte Dinge machen. Es passiert jeden Tag was Neues. Guck mal, ist sie nicht niedlich? Mit meinem Hut. Ja, sie hat einen Hut und einen Stock. Und der Stock geht... Ja, ein Clipping-Fehler! Das ist man von Nintendo jetzt nicht unbedingt gewöhnt. Ja, zeig uns doch mal deine Hütte. Zeige euch mal kurz die Hütte. Also ganz kurz, ich meine, die meisten kennen das Spiel wahrscheinlich schon und auch das Prinzip, aber ich erzähle es mal in einer mega kurzen Zusammenfassung. Also man ist als einziger Mensch, soweit ich weiß, ist man auf eine einsame Insel gezogen, um die zusammen mit ein paar anderen aufzubauen. Und ich sage jetzt mal, Ziel ist, dass man die Insel... Seine Schulden bei Tom Nook begleicht. Genau, dass man die Insel aber auch weiter, also erweitert mit Geschäften,
attraktiv, also die Insel attraktiver macht, um dass andere Tiere, andere die Bewohner sind, ja, hier auch mit hinziehen. Und ja, dass man versucht, so viel wie möglich zu sammeln, um das zu verkaufen oder um neue Sachen zu bauen oder um neue Rezepte zu bekommen, dass man sich verschiedene Dinge bauen kann, wie eben den Stock, den ich erhalte, oder hier dieses Lagerfeuer, was man dann immer mal anmachen kann. Ja. Einfach nur so, mit der Handbewegung. Ja. Feuer! So ganz grob. Ich zeige euch kurz meine Hütte. Ja, also was ich zu dem Spiel auf jeden Fall sagen kann, ich habe das 2 Stunden gespielt. Ich habe mich quasi durch dieses ganze, die Tutorial-Phase durchgespielt und so. Und das ganze Gelaber von Tom Nook ging mir ja extrem auf den Sack am Anfang. Das kann man ja alles nicht überspringen. Und ja, dann sind, spiel ruhig weiter. Dann die ersten Aufgaben, die man dann hat, ist irgendwie Äpfel und ein paar Äste sammeln und so. Und irgendwie ist das an mich. Hast du da Zeug? Hast du deine eigene Garderobe da an der Wand? Ja, also falls irgendjemand weiß, was ich mit der Kleidung hier sonst machen soll, ich habe hier einen Kleiderschrank und ich kann auch, wenn ich hier stehe, sagen, ich möchte mich umziehen, aber kann ich die Klamotten da auch irgendwie reintun? Weil dafür ist ja ein Kleiderschrank da. Aber ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ja. Und kann mir halt, wie ich schon vorhin gesagt habe, dass man hier verschiedene Sachen bauen kann, wie diesen coolen Apfelfernseher. Oder sich Sachen kaufen kann, wie mein Hamster hier. Lass mich raten, den hast du aus Äpfeln und Holz gebastelt. Ja. Und Eisenerz. Oh, immerhin. Ja, genau. Und ich laufe jetzt einfach mal auf der Insel ein bisschen rum. Ja. Also was ich total cool finde ist, dass das in Echtzeit läuft. Das heißt, jede Jahreszeit, in der wir dann halt gerade sind, so ist es dann auch im Spiel. Mhm. Hat das eigentlich auch einen Tag- und Nachtwechsel? Ja. Also wenn es hier dunkel wird, dass da auch dunkel wird? Hat's, ja. Und es ist dann auch so, dass zum Beispiel im Winter oder im Herbst andere Fische oder Insekten fangen kann als im Frühling. Das finde ich eigentlich ganz cool. Oh, mich ruft jemand. Hi. Wer ist das? Shoki. Shoki, die. Ich habe die übrigens Maus nicht so genannt, die heißen alle schon so. Ja. Das Einzige, was man selber benennen kann, ist seine eigene Figur und die Insel. Das hast du gestern gesagt, es gibt auch im Internet irgendwie einen großen Aufschrei wegen der Tatsache, dass man, egal wie viele Profile man auf seiner Switch angelegt hat, man nur ein Savegame anlegen kann. Genau. Das ist in der Tat irgendwie nicht so geil. Gerade für Leute, wo jetzt mehrere Kinder. Ich bekomme ein Geschenk. Gerade für Haushalte, in denen jetzt mehrere Kinder und nur eine Konsole vorhanden sind, da kann halt nicht jeder seinen eigenen Spielstand spielen. Das ist in der Tat von Nintendo nicht so cool. Mhm. Da kann man natürlich jetzt hinter vermuten, dass die wollen, dass sich jeder Haushalt dann pro Leute, die da spielen wollen, eine Switch und das Spiel holt. Aber das, finde ich, kann man ruhig nachpatchen, Leute. Ja. Also Nintendo, falls du zuguckst, das ist nicht zeitgemäß. Falls du es jetzt nicht mitbekommen hast, ich habe eine Rührmaschine geschenkt bekommen von Shoki. Hast du endlich deinen Thermomix, ja? Ja, ich auch. Irgendwann. Cool. Original Thermomix. Ja. Product Placement bei Nintendo an der Tagesordnung. Und packe ich wieder ein. Ja, also wie man sehen kann, ich habe hier eine Tasche, wo ich verschiedene Sachen reintun kann, sammeln kann, die ich dann auch verkaufen kann, wenn es voll ist, oder in meinem Hauslager lagern kann. Die Brücke, da hast du auch selber gebaut. Genau, ne? Die Brücke hier habe ich auch selber gebaut. Hier ist eigentlich Sonic! Das ist nicht Sonic. Sieht aus wie Sonic. Ich glaube Tina, ja. Hi Tina. Tina sieht aus wie Sonic. Was es noch alles auf der Insel gibt, es gibt ein Service Center, das wird hier aber gerade neu gebaut. Das dauert bis morgen, bis ich da wieder reinkommen kann. Es gibt jetzt ein Museum auf meiner Insel, wo alle verschiedenen Dinge, die ich gesammelt habe, ob es jetzt Fossilien sind, die ich gefunden habe und ausgebuddelt habe, ob es Fische sind, die ich geangelt habe, Insekten, die ich gecatcht habe, gecatcht. Catch them all, wie bei Pokémon. Gefangen habe. Ja, die sind hier alle im Museum. Cool. Ja, Eugen. Ich habe schon mal eine Eule namens Eugen mit einer Fliege gesehen. Und Eugen schläft immer. Ja. Ja, und das sind halt dann so die verschiedenen Fossilien, die ich so gefunden habe. Die sind dann überall im Museum. Dasselbe gibt es eben für die Schmetterlinge und für die Fische so eine
ja, das ist halt so eine Art Trophäensammlung aus dem Spiel, ja, was sich dann halt wirklich nach und nach alles zusammenbaut, was ich ziemlich cool finde. Und für mich ist das Spiel einfach totale Entspannung. Also ich spiele jetzt nicht so oft, ich bin jetzt auch nicht der aber Hardcore. Aber schon jeden Tag. Ja, aber ich bin jetzt auch nicht so der Hardcore-Zocker, aber so 2 Stunden oder so, oder maximal 3 Stunden am Tag. Also im Prinzip spielst du nach der Arbeit einmal den Akku von der Switch leer. Mehr oder weniger. Jetzt hast du aber auch, gerade am ersten und zweiten Tag hatten wir dann das Problem, in Anführungszeichen. Sie hat natürlich einen eigenen Account auf meiner Switch. Also wir haben beide einen eigenen Nutzer. Aber ich habe Nintendo Online und sie nicht. Und ohne Nintendo Online kannst du ja quasi in dem Spiel ab Tag 2 kaum noch was machen, weil du keine Möglichkeit hast, die anderen Inseln zu besuchen oder irgendwas in die Richtung. Ne? Ja, es ist halt schwierig. Man sammelt in dem Spiel 2 Arten von Geld, sag ich mal. Also einmal Meilen. Oh, schau mal, die Schmetterlinge alle, die ich gefangen habe. Also einmal die Meilen, die du entweder in so einem Shopping Center ausgeben kannst oder für kosmetische Sachen wie Klamotten und sowas. Tapeten, ne? Und sowas. Ja. Das ist die eine Währung und dann gibt es halt eben noch das normale Geld, ich weiß ja gerade nicht, wie es heißt, was du halt auch noch sammeln kannst, um Sachen kaufen zu können. Und man kann halt mit diesen Meilen, kann man ein Meilenticket kaufen. Das heißt, du kannst dann zum Flughafen gehen, das Meilenticket einlösen und kannst dann irgendeine Insel besuchen. Du kannst dir die aber nicht aussuchen, du wirst einfach irgendwo hingebracht. Wenn du nicht rumläufst, dann ja, mache okay. ich das. Du wirst dann halt einfach und laufen irgendwo. Zugleich ist für Nicht-Profis nicht immer so einfach. Ja, das stimmt wohl. Und das ist schon ziemlich cool, gell? Ja, das Museum auch schon größer geworden, seit du mir das gestern gezeigt hast, oder? Da waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Hier irgendwie Kakerlaken oder so. Schön. Ja, hab ich alles gefangen. Ja, kannst du zu Hause ruhig auch machen. Nicht, dass wir Kakerlaken hätten. Aber für Spinnen und so weiter bin ich immer zuständig. Ja. Unsere Katzen kriegen das nicht hin. Nein aber da hatten wir dann das Problem, in Anführungszeichen, dass ich dadurch, dass ich die ganze Zeit im Bett liegen musste und nicht so gut im Sitzen oder im Liegen mit der Switch Lite nicht so gut spielen kann, dann gesagt habe, hier, was habe ich denn jetzt gemacht? Keine Ahnung. Was ist denn? Ach, pass auf. Ich muss kurz, wenn wir da schon sind, du kannst verschiedene Emotionen zeigen und kannst andere damit anstecken. Ja. Okay, dann suche ich mir mal jemanden, der mit mir klatscht. Ja, ich spiele im Moment ein anderes Spiel und da ist R2 ist da, oder RZR ist da Rennen. Deswegen drücke ich jetzt hier die ganze Zeit. Kann ich ihn anstecken? Kann ich ihn überhaupt wecken? Nee. Und du musst erst mit ihm quatschen, dann ist er wach und dann sag einfach, du willst nichts von ihm. Ich will auch nichts von ihm. Ja gut. Aber erzähl ruhig weiter. Ich weiß gar nicht, wo ich war. Achso, du kannst halt jetzt... Er hat uns geärgert, dass du nochmal von vorne anfangen musstest quasi. Ach so, wir haben ja 2 Switches und ich brauchte die große, damit ich auf dem Fernseher spielen kann. Ja, und ich wollte halt auf eine andere Insel und dass es ein bisschen schneller läuft, dass ich nicht erst meine Tickets kaufen muss und so. Und ich wollte auch mal gucken, wie ist Scheiße. Es denn, wenn ich mit bei, wenn ich bei so irgendjemand, ich habe schon gesehen. Wie zum Labern angestiftet. Super. Passt schon. Wenn ich irgendeine andere Insel von Freunden oder so besuchen möchte, wie das funktioniert. Und das kann ich halt alles nur, wenn ich Switch Online habe. Deshalb musste ich das Ganze auf meinem Account löschen und nochmal neu anfangen. Ja, weil wir halt auch nicht einsehen, für 2 Accounts, die wir faktisch überhaupt nicht brauchen, 2-mal hier die 20 Euro für den Tisch. Ich meine, 20 Euro ist jetzt nicht viel, aber das Spiel hat schon 60 gekostet im Laden. Ja. Und da muss man ja nicht noch unnötig mehr Geld ausgeben. Geh da mal rein. Nein, ich gehe jetzt. Kann ich das Ding reiten? Kann ich das nicht reiten? Mhm. Warum nicht? Ja. Finde ich schon wieder blöd, ne? Da steht ein Schaukelpferd und ich kann da nicht drauf. So, der Quatsch. Ja, und dann gibt es halt hier eben noch den Einkaufsladen. Da habe ich auch heute den Hamster gekauft, wo man dann halt verschiedene Dinge kaufen kann oder auch verkaufen kann, um eben oben das Geld hier. Ich habe jetzt die 32.411 irgendwas. Das wäre mein Slotty. Und da kann ich halt jetzt sagen, okay, ich möchte das, das und das und diese komische Mütze, die ich bekommen habe,
verkaufen. Aber es ist schon viel Text, den man immer wieder wegklicken muss, ne? Also die sind alle recht redselig. Ich finde es aber nicht schlimm. Ich glaube, mich wird es stören, wenn ich wirklich. Weißt du, was mich stört? Wenn du mit Zaun spielst und neben mir liegst und dir irgendjemanden anquatscht und die. Das klingt so ein bisschen wie die Erwachsenen bei Charlie Brown. Ja, ein bisschen. Ja. Also es stört mich nicht wirklich, aber das ist ein störendes, ein nerviges Nebengeräusch, das man halt wahrnimmt. Aber es ist okay, Frau Mandanaro. Ja. Ach ja. Hier sind wieder die Kakerlaken. Jetzt sind sie schon wieder weg. Ja. So, also, du findest Animal Crossing unheimlich entspannend. Ja. Ich könnte da persönlich jetzt nichts mit anfangen, aber ich verstehe, dass man ab und zu mal Spiele braucht, die weder Reaktionsgeschwindigkeit noch irgendwelche taktischen Überlegungen fordern, sondern einfach mal dazu genutzt werden können, irgendwas zu tun, was mal keine kriegerische Handlung oder sonst irgendwas mit sich bringt. Genau. Und dafür spiele ich zum Beispiel Wrestling-Manager-Spiel oder sowas wie SimCity oder so ab und zu ganz gerne und du halt The Sims oder Animal Crossing. Aber an wen richtet sich denn Animal Crossing? Für welchen Spielertypen ist das Ding denn geeignet? An alle. Außer mich. An alle außer dich. Ich finde das Spiel wundervoll. Also, was ich sagen muss, ist, der Artstyle ist natürlich Nintendo-typisch unfassbar niedlich. Ja. Da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln und Nintendo kriegt das ja immer wieder hin, ihre Spiele so zu präsentieren, dass die auch ein, zwei, drei Konsolengenerationen später diesen Stil nicht kacke aussehen lassen. Also wenn man sich jetzt mal auf der Wii U oder so Yoshi's Woolly World anguckt oder von der Wii hier dieses Kirby's mit dem Regenbogenpinsel da. Ja. Das Nintendo hat dieses Händchen dafür, zeitlose Grafikstile zu erzeugen. Und ich muss sagen, also das Spiel interessiert mich, wie gesagt, überhaupt nicht, aber es ist hübsch anzuschauen und es wird auch in 10 Jahren noch hübsch anzuschauen sein. Ich habe eine Dose gefangen. Cool. Ich glaube, das ist ein guter Schlusspunkt an der Stelle, eine Dose aus dem See zu ziehen. Und jetzt ist auch noch deine Angel kaputt gegangen. Ja. Lebenshart. Ja. Dafür kann man jederzeit einen Baum schütteln und da Äpfel und Äste rausholen. Aber wie gesagt, das soll es erstmal von uns gewesen sein. Klare Kaufempfehlung von Flomo für Animal Crossing. Ich sage, spielt lieber Street Fighter. Das war's von uns. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, ganz egal, was ihr immer noch so vorhabt, um mal den Retro Gaming Panda zu zitieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal auf dem Videospiel. Und bleibt gesund. Jetzt verkacke ich schon meinen eigenen Kanalnamen. Auf dem Videospielplatz. Muss mich da auch noch dran gewöhnen. Es ist halt, ne? Tschüss!